diesem Black Friday können Sie ausschlafen. Aus der ganzen Region strömen an diesem Tag Händler nennen diesen Tag ihren Super Bowl. 140 Millionen 9000 Geschäfte in der wechseln am Freitag waren für viele Millionen Dollar Geschäften erwartet werden. Die Grippesaison so früh wie noch nie. Sie hat bereits Scheint begonnen. Es sich um eine unbekannte Art der Grippe zu handeln. Ebenfalls eine Tatsache. Die selbst Experten unvorbereitet trifft. Will nicht spekulieren, aber solch... Zurück zu den Nachrichten. Meldet als erstes Blatt einen bisher unbestätigten... Haben reichlich für den Fall eines Pockenausbruchs trainiert. Die Nationalgarde, die sich bei Keine einem Züge, die in Brücken sind sammeln. Gesperrt. Hier die ist Pocken Kriegsgebiet. Sind eine echte Mehr Gefahr. Tote als durch AIDS Dass es nicht genügend Impfstoff da gibt, um alle... Steht kein Grund, in Panik zu verfallen. Eine komplette amerikanische Stadt. Inzwischen das grüne Gift genannt, wurde der Central Park in ein Massenmörder. Meldungen von Stromausfällen, Gaslecks und Brennen. Die Regierung scheint Cannabis. Wir haben eine weitere Nacht im Zeichen von Plünder. Die Einwohner von New York bitten eindringlich. Alle verfügbaren Einheiten. Brand an der Ecke Houston und mehr. Unsere Ersthelfer ist entweder tot. Keinerlei Ressourcen mehr. Die behandeln uns wie Tiere. Nicht unser Job, dafür sind wir nicht aus. Als wir aktiviert wurden, wussten wir, dass die Lage schlimm ist. Weit schlimmer als bekannt. Wir sind hochtrainierte, eingebettete Elite-Agenten. Wir werden gerufen, wenn alles andere versagt. Wir haben keine Regeln und keine Grenzen. Unser Job ist, die Reste zu schützen. Wir sind Ihre Kollegen. Wir sind Ihre Nachbarn. Wir könnten auch Ihre Freunde sein. Aber werden wir gerufen? Lassen wir sofort alles zurück. Wir sind The Division. So, liebe Leute, ein herzliches Willkommen, der Kalle für euch am Mikrofon aus The Division. Und eins vorweg, warum ich das Ganze hier auf dem Konsolengrill-Kanal veröffentliche. Zwei einfache Gründe. Zum einen mein Kanal, die Leute, die meinen Kanal kennen, wissen, ein reiner Sportkanal, wo es eigentlich größtenteils um Fußball und Sport, andere Sportarten geht. Und solche Games wie hier, The Division, möchte ich auch liebend gern Let's Playen, muss ich ehrlich sagen. Und zum anderen, weil Konsolengrill einfach eine super Community ist. Derjenige, der von euch, der es noch nicht kennt, schaut einfach mal rein, www.konsolengrill.de. Ein super Forum, eine super Community. Ich bin da mittlerweile über 10 Jahren schon aktiv. Viele Leute kennengelernt und mit denen man sich natürlich auch immer gerne mal verabredet zum Daddeln und so weiter. Deswegen findet das Ganze einfach hier auf dem Kanal statt. Und wenn ihr Lust habt, dranbleiben, wir zocken gemeinsam The Division einmal durch. Das ist mein Vorhaben und wir gucken mal, wie weit wir kommen, meine Lieben. Ich würde sagen, wir fangen erstmal hier schön an mit Charakter erstellen. Natürlich männlich. Wie geht's denn weiter? Also ich habe jetzt auch hier noch nicht wirklich vorher gezockt, sondern die Aufnahme, die ich jetzt hier mache, ist auch mein erstes Mal ins Spiel reinschauen. Muss ich das hier bestätigen mit X wählen. So, männlich, das sieht schon mal gut aus. Gesicht. Wie sehen wir denn aus? Ja, so nicht. Ja. Farbe der Iris. Grün, grün ist gut. Aber die sehen alle so ein bisschen straightisch aus. Was ist denn los hier? Ach, es geht noch weiter. Ah, natürlich. Bisschen alt. Ja, obwohl ich würde sagen, so sieht es gut aus. Wir gucken mal nach den Haaren. Die Frisur. Ja, oh, sieht doch stylisch aus. Gibt es hier so einen Undercut oder so? Ja, genau, sowas. Gesichtsbehaarung, machen wir mal, würde ich sagen, einen schicken 3-Tage-Bart. Und Haarfarbe schwarz ist gut. Narben. Ja, krass, ey. Nee,
Ja, lassen wir die Narben mal weg. Kriegsbemalung, das ist ja auch geil. Was denn Kriegsbemalung? Wie stark, meine Lieben, das ist ja saustark. Nee, aber sowas ins Gesicht schmieren geht gar nicht. Tattoos eher. Ich bin auch tätowiert, von daher gucken wir mal, ob da, ja, aber so krass. Aber es sieht gut aus. So am Hals, ja, es sieht stylisch aus. Nehmen wir mit. So, Zubehör, was haben wir denn? Piercings und Brille? Piercing, nö. Vielleicht eine coole Brille. Ja, der sieht doch stylisch aus hier, der Typ, oder? Ja, genau mein Ding. Den nehmen wir. Drummer 1984. Nehmen wir. Autorisiere Agenten. Okay. Das sind also wir. Und ich muss wirklich sagen, ich freue mich tierisch auf das Spiel. Es ist echt geil. Ich habe es auch so ein bisschen gefeiert. Und auch so ein kleines bisschen dem Hypezug aufgestiegen, muss ich ehrlich sagen. So, schauen wir mal. Deckung in deiner Nähe. Okay, das ist hier. Wir müssen aber davor. Drücken Sie X in der Nähe einer Deckung. Ah ja, okay. Okay. Einmal hier feuern. Aber ich muss auf die Flaschen schießen. Ah ja, okay. Doppeltippen. Dann einmal da hinten, in Ordnung. Ah ja. Willkommen an Bord, Agent. Okay, in Ordnung. Division Commander der Nordost. Ah ja, sehr geil. Sie wurden aktiviert, weil Brooklyn gefährlich instabil geworden ist. Isaac hat uns über Ihre Fortschritte informiert. Begeben Sie sich zum nächsten Safehouse für die Entgegennahme der Gesamtausrüstung. In Ordnung. Wenn ihr zwischendrin mal so ein kleines bisschen die Sache leise hört, ich zocke hier auf der PlayStation 4 und bekanntlich hat ja der Controller der PlayStation 4 auch einen Lautsprecher. Und das kann ich natürlich nicht so ganz beim Let's Play hier aufnehmen, nicht so ganz wirklich verbinden. Also ich habe meine Kopfhörer auf und ja, die Ausgabe des Controller-Lautsprechers erfolgt dann halt einfach über den Controller. Und ich habe ihn aber hier in der Nähe des Mikrofons, also ich hoffe, es funktioniert bei den Aufnahmen. Sollte es irgendwie nicht funktionieren, sollte ich das beim Rendern merken oder wie auch immer, gucke ich natürlich, dass ich das irgendwie anders geregelt kriege. Aber ich denke, so für die erste Aufnahme zum Reinstuppern ins Game, ins Let's Play, ist es doch ausreichend. So, wo müssen wir denn hin? Wir müssen davor, glaube ich. Es sieht aber auch echt sehr geil aus. Würde ich sagen, wenn wir uns hier mal so ein bisschen umschauen. Schon sehr geil gemacht. In Ordnung. Oh, wer bist du denn? Ich mach dir doch gar nichts. Bleib doch mal entspannt. So, wo müssen wir hin? Da, wo es blinkt, nehme ich an. Dann gehen wir auch mal in die Richtung. Sieht schon sehr geil aus, sehr cool gemacht. Also ich habe die Beta, die offene Beta mal ein bisschen angezockt. So 2 Stunden, denke ich, haben viele von euch. Aber jetzt hier das fertige Spiel zu sehen, ist dann doch nochmal wieder ein bisschen was anderes. In Ordnung, können wir hier was einsammeln? Hier können wir nur in Deckung gehen. Was passiert, wenn ich hier... Ah ja, okay, in Ordnung. Wie gesagt, ich muss jetzt aber die ersten paar Mal mich ein bisschen an die Steuerung gewöhnen, mal ein bisschen rumprobieren, das Ganze mal ein bisschen auf mich wirken lassen, mal ein bisschen hier rumschauen. Sehr cool. So, da drüben müssen wir hin. Ich habe die Bestätigung, dass Ihre Mitagentin Faye Law hier eingetroffen ist. Melden Sie sich bei ihr, wenn Sie reinkommen. Selbstverständlich wird gemacht. Da müssen wir rein. Also dann gleich mal rein hier ins Safe House. Muss ich jetzt hier rüberhopsen oder wie? Ah ja. Ah.
viele Jungs hier. Tag. Wahnsinn, was hier los ist. So, was müssen wir denn tun hier? Steht eine Gitarre rum? In Ordnung. Was macht ihr denn da hinten? Aha. Mal einen Hampelmann machen, warum nicht? Ich glaube, da geht's weiter wahrscheinlich. Hier läuft ein Fernseher. Was kann man hier machen? Okay, anscheinend nicht viel. Wir gehen erstmal hier hinten weiter. So wie es uns angezeigt wird. Ah ja, okay. Unterwegs. Sehr viele, in unsere Richtung. Gehen Sie dort in Stellung. Da kommt noch ein Nachtzügler. Agentin Fei Lau, Division. Zur selben Zeit aktiviert wie Sie. Wir sind die zweite Welle, die losgeschickt wird. Ich weiß nicht, was aus der ersten Welle wurde, aber so wie es aussieht, gibt es noch jede Menge für uns zu tun. Wir haben nicht viele Infos und wir können uns nicht erlauben zu scheitern. Nicht, wenn Manhattan abgeriegelt ist und Brooklyn auf der Kippe steht. Leute wie ich und Sie sind die Letzten, die noch die Stellung halten. Mit ein bisschen Glück können wir schon mehr sagen, wenn wir uns mit dem Commander treffen. Über die Gesamtsituation, über die, die die Straßen in ein Kriegsgebiet verwandeln, über alles, was uns helfen kann, unsere Arbeit zu tun. Nun entschuldigen Sie mich. Lieutenant? Officer Hazen und sein Team kümmern sich um die Lageberichte. Wenn Sie einen Krisenherd suchen, wenden Sie sich an ihn. Ah ja, in Ordnung. Ziel erfüllt. Kontakt mit Division-Agenten aufnehmen. Die Aktivierung abschließen. Ah, jetzt sind wir wieder hier, oder? Ah, wir kommen von der anderen Seite. Identität überprüfen. In Ordnung. Hier kann ich Einsatzberichte anfordern. So habe ich Brooklyn noch nie erlebt. Wir halten nur mit Mühe durch. Ich bin Ihr Kontakt für Notfalleinsätze. Das ist eine Menge los. Und das lässt nicht nach. Oh Mann, wenn das hier vorbei ist, habe ich kein Haar mehr auf dem Kopf. Ah ja, wir haben da oben unser erstes Ziel. 72 Meter Brooklyn wiederherstellen, Nahrungsmittelvorräte wieder beschaffen. Okay. Sehr cool. Aber mehr kann ich jetzt hier auch nicht machen, ne? Spieler betrachten. Was ist denn, wenn ich Spieler betrachte, mache? Ah ja, okay. Das sind dann die Leute, die ich in meiner Freundesliste habe. Okay. In Ordnung. Ah ja, unser Inventar. Da können wir doch mal direkt reinschauen, wenn wir schon mal hier sind. Unsere Waffen. Was haben wir denn primär? Das sind dann wohl die Schadenspunkte hier oben. Das sieht mir nach einer Beretta aus. Rucksack durchsuchen. Na, eine MP5, okay. Ah, und hier kann man modden. Ja, sehr geil. Haben wir zwar noch nichts, müssen wir natürlich erstmal was finden. Aber sehr cool gemacht. So, hier mal Charakter, Schusswaffen, Ausdauer. Okay, das sind die Skillpunkte, nehme ich an. Die Taschen, Munition. Ah, ja, okay. Erste-Hilfe-Sets. Und hier haben wir die Sachen, die wir anhaben. Hose, Hemden, Schuhe, einfache Turnschuhe. Einfache Laufschuhe. Können wir die schon wechseln? Anlegen? Ah ja, sehr geil. Okay. Haben wir da jackenmäßig schon irgendwas? Einfacher Parker? Sieht man ein bisschen schlecht hier. Warum ist das so dunkel? Und die Hose? Einfache Militärhose haben wir an. In Ordnung. Okay. Dann würde ich sagen, wir gehen mal direkt los, oder? Hier schön Brooklyn wieder sicher machen. Dann auf zur ersten Mission. So, die Adams Street. So erfahren Sie ein bisschen mehr über das, was Sie erwartet. Ah ja, ich kann jetzt hier also die Karte aktivieren. Ah. Da sind wir. Das heißt, wir müssen da vorne dann ein bisschen links. Einsatzübersicht. Nebeneinsätze. Sehr geil. Hier ist die Legende. Okay. Haupteinsatz. Medizinischer Haupteinsatz. Oh Mann, ich sehe schon, wir haben viel zu entdecken. Es gibt sehr, sehr viel zu entdecken hier.
Sehr geil, freue ich mich drauf. So. Wir gehen zurück und folgen einfach mal dem Wegweiser da oben. Agent, Plünderer haben die wöchentliche Nahrungsmittellieferung aus dem Verteilzentrum in Brooklyn Heights gestohlen, um sie an Hungernde zu verkaufen. Die wollen nur vom Leid der Menschen profitieren. Holen Sie die Vorräte zurück. Ich bin schon auf dem Weg. Drücken Sie Options und begeben Sie sich mit den Fensterfähigkeiten. Ah ja, okay. Das sind die Fähigkeiten. Fähigkeiten verfügbar. Ihnen stehen jetzt Fähigkeiten zur Verfügung. Fertigkeiten natürlich. Fertigkeiten erweitern Ihren Werkzeugkasten und weitere taktische Optionen. Eine Fertigkeit einsetzen, eine Fertigkeit anlegen. Okay. Ah ja, da haben wir Medizin. Verschickt einen Spürimpuls der Gegner und verbündete durch Mauern und Deckung markiert. Dann haben wir hier Technologie. Haftgranate, eine Granate, die nach dem Abfeuern an den meisten Oberflächen haften bleibt und explodiert, wenn sie ferngezündet wird. Und Sicherheit, ballistischer Schild. Legt einen tragbaren ballistischen Schild an, der Schaden absorbiert. Der Anwender kann beim angelegten Schild nur die Sekundärwaffe benutzen, okay? Ah ja, und die müssen wir dann hier freispielen, oder wie? Gibt's auch noch Talente? Sind keine verfügbar aktuell? Okay, dann würde ich sagen, was macht denn am meisten Sinn jetzt gerade? Ich würde sagen, ein ballistischer Schild ist, finde ich, irgendwie am sinnvollsten. Legen wir mal hier auf R1. Sehr cool. Okay. Kann ich jetzt noch eins anlegen? Dann würde ich gerne das hier durch... Ah, nee, der Platz ist gesperrt. Okay. Dann haben wir jetzt ballistischer Schild angelegt. Und wenn ich jetzt quasi R1 drücke... Ach, kann ich nicht. Ach, das muss wieder aufladen. Okay. In Ordnung. Wie gesagt, verzeiht mir, wenn ich hier so ein bisschen... Ja, noch so ein bisschen unbeholfen, ne? Durch die Welt irre. Aber man muss sich ja auch mal wieder erst dran gewöhnen. Steuerung etc. pp. Wir machen uns mal auf, hier den Leuten mal wieder ihr Futter zu holen. Kann ich hier oben ein bisschen Deckung suchen? Ja, sehr geil. So, sind hier irgendwelche Kasper? Klar, macht Sinn. Mal schön aufs Autodach geklettert. Wo müssen wir denn? Wir müssen hier rein, oder? Müssen wir hier rein? Ja, wir müssen da hoch. Wo mache ich denn wieder rum hier? Gleich mal wieder total falsch gelaufen. So, hier geht's hoch. Einmal hoch. Ah, da ist gleich der Erste. Kann ich dem gleich mal so schön... Na, fall doch um! Ist ein guter hier, ne? Ja, gut. Das war jetzt der Einzige, der hier rumgehopst ist. Plünderer sind hier unerwünscht. Tatsächlich, der einzige Kasper, der hier rumgerannt ist. So, und dann können wir anscheinend auch gleich was... Ah ja, nach Hinweisen suchen. Dem JTF-Tracking-Signal folgen. Okay. Kann ich ihm hier was abnehmen? Ah, ja, natürlich. Untersuchen. Mit welcher Taste hier? Rucksack? Ja, alles plündern, oder? Nehmen wir gleich alles mit. Geplünderte Objekte wandern ins Inventar. Drücken Sie Options und begeben Sie sich ins Inventar, um die geplünderten Objekte auszurüsten. Ah, ja, sehr cool. Okay, in Ordnung. Einmal hier rüber. Ich finde es hier ein bisschen verwirrend. Kann ich denn die Knarre nicht auf eine andere Seite legen? Ah ja, okay. So rum geht's. In Ordnung. So, und du? Ist der drüber oder ist hier oben was? Gucken wir erstmal hier rein. Nö, Müll. Aber der Weg ist einfacher. Sehr geil. Es ist auch so sehr geil taktisch gemacht, finde ich. Also ist schon sehr cool. Gefällt mir bis hierher. Sehr, sehr geiles Game. Absolut.
Okay, jetzt muss ich wieder vorne ausschalten, oder wie? Ich sag's doch, da rührt sich nichts. Den Bereich sichern tatsächlich. Boah, man braucht aber auch eine ganze Menge Kugeln hier, um die Jungs umzulegen. Ist ja krass, ey. Und die Waffe verzieht richtig. Also es ist schon sehr, ja, ich will schon sagen, realismusnah gehalten, ne? So, was mit dir? Hast du nichts einstecken? Kasper? Nö. Was mit dem anderen? Der liegt jetzt hier oben auf dem Autodach. Hier liegt doch was rum. Kann ich das nicht einsammeln? Ach, das sind Wasserflaschen. Okay. Und die haben dann nichts, wenn nichts angezeigt wird wahrscheinlich. Und hier, was ist hier? Für JTF markieren. Ah, das sind die Lebensmittel. Oh. Was ist mit dir hier? So ein Kasper. Den Arsch an. Ja, lauf doch direkt vor die Flinte, du Kamel. Okay, die haben wir platt gemacht. Kann man aber auch nichts einsammeln. Also das heißt, nicht jeder Gegner hat irgendwas zum Looten, okay. Er hier zu dir. Nehmen wir alles. Okay. Also ich finde das mit der Anzeige hier sehr, sehr geil gemacht, muss ich wirklich sagen. Das ist richtig cool. So, hier war doch noch irgendwo einer. Ach, hier oben, aber der hat auch nichts. Okay. War hier was? Nö, da können wir nur in Deckung gehen. Hier müssen wir reinschauen. Yeah. Rap-Musik. So, wie komme ich denn da rein? Hier drüber vielleicht. Er sollte halt auch schauen, wo die Türen offen sind. Ah ja, da sind unsere. Aber genau wie Nahrung, was. Ah, die gehen mir nämlich auf den Keks hier. Wow, das haben die alles geklaut. Vorräte zur Abholung markiert. Vorräte zur Abholung markiert. JTF informiert. Gute Arbeit, Agent. Wir bringen das Essen zu den Leuten, die es brauchen. Sehr cool. Da haben wir doch schon unseren ersten Einsatz abgeschlossen. Sehr schön. Würde ich sagen, machen wir hier auch die erste Folge gleich direkt einen Cut. Und wir sehen uns zu Folge 2, meine Lieben. Bis dahin, euer Kalle. Ciao, ciao.